ist das Zeldas Major Mask. Fick dich! Der Staubsaugerroboter kommt. Ein Daumen hoch für den Staubsaugerroboter. Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Video hier auf dem Kanal. Heute geht es um den zweiten Teil zum Video, der auf Ihrem Kanal schon kam. Und zwar zur Retro-Börse. Und was ich dazu sagen habe zur Retro-Börse, seht ihr nach dem Intro. So, wir waren zusammen auf der Retro-Börse in Nürnberg, die war vor kurzem, und haben da so ein bisschen rumgeguckt. Ich war, um ehrlich zu sein, das erste Mal auf so einer Retro-Börse und habe da so ein bisschen rumgeguckt und wollte einfach mal so ein bisschen über die Erfahrungen auf der Retro-Börse reden. Ein paar Ausschnitte seht ihr auch noch, immer mal so im Video. Und ja, also grundsätzlich, wir kamen halt erstmal rein zur Retro-Börse. Das war in einem SPD-Gebäude in Nürnberg, in so einem Raum unten drin, der war recht groß. Gab auch saubere Toilettenanlagen, soweit ich das gesehen habe. Und jede Menge Tische und so. Ja. Ich weiß nicht, ob eure Toilettenanlagen sauber waren. Bei uns waren sie okay. Aber ja, waren da halt überall so Stände, wo alles aufgebaut war. Seht ihr sowieso jetzt mal so in Ausschnitten noch. Und es gab wirklich echt für sämtliche Konsolen gab es irgendwas. Also es ist echt krass gewesen. Auswahl, ja. Stimmt. Also gerade zum Beispiel PlayStation 1 gab es, PlayStation 2 gab es, teilweise PlayStation 3 und ganz selten ein paar Sachen PlayStation 4 gab es auch, wobei ich das schon nicht mehr als Retro ansehen würde, aber tatsächlich... Nee, das nicht. Aber Nintendo Switch gab es ja auch, ja. Von allem was vorhanden. Ja, genau. Und jede Menge gab es auch für Nintendo, für Super Nintendo, also für die NES auch und natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel gab es nämlich auch Sachen für das Famicom Disk-System. Das fand ich echt krass. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das sind, falls, ich auch nicht, ne? Das ist echt krass. Also falls ihr das nicht kennt, sind wie solche Disketten, sieht man auch im Video dann oder in den Ausschnitten, sind echt wie solche Disketten, die man da reinschiebt oder wie solche Chips. Das ist echt krass. Also ich habe das noch nie gesehen. Ja, da steht U-Card hinten drauf und das ist... Habe ich auch bisher zum ersten Mal gesehen und war schon sehr interessant auf jeden Fall. Das eine war Nintendo Famicom System, das sind wie solche Disketten, falls ihr das noch kennt, ich weiß ja nicht, in welchem Alter ihr seid, die zuschauen hier bei dem Video. Das ist wie so eine 3,5 Zoll Diskette sieht das aus und es war dann hinten so Nintendo eingestanzt und so, also habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung, ich fand voll das cool, echt ja. Mega cool, also gerade dieses Ausgestanzte sieht echt geil aus, keine Ahnung, und da kommt dann auch so das Retro-Feeling irgendwie, wenn man sowas sieht und denkt sich so, krass Mann, dass es sowas gegeben hat. Ja, echt schade, die Zeit habe ich echt verpasst, also bei mir hat es ja erst bei der Super Nintendo angefangen und die NES habe ich leider auch verpasst, aber das kann ich ja heute alles nachholen. Ja genau, und dann gab es eben auch diese U-Cards, die sind für dieses PC Engine System heißt das zum Beispiel und dann gab es noch ein System, das ist von NEC gewesen und zwar sehen die wirklich aus, die sind so groß wie so eine Kreditkarte und haben halt nur so Pins, die schiebt man so rein. Mega platzsparend eigentlich, voll das geile System, also wirklich geil. Ich weiß natürlich nicht, was da theoretisch an Speicher möglich wäre, aber sowas ist eigentlich cool, weil es sowas eigentlich auch geben sollte nach wie vor, finde ich, also sowas mega geiles System. Vor allem sind die Sachen halt auch sau robust, so wie für die NES zum Beispiel. Die Spiele sind auch so robust oder so. Finde ich halt mega cool, sind halt nicht so CDs, die zerkratzen oder so. Ja, sind halt unzerstörbar. CDs haben halt nur eine gewisse Haltbarkeit. Ja. Aber finde ich mega cool. Fand ich echt geil, was es da so alles gab. Dann gab es noch was bei einem weiteren Stand, das fand ich mega krass. Ja, ja. Und zwar so hart. Die hatten das aufgebaut, ich glaube, die wollten es auch gar nicht verkaufen, weil Preise war immer so ein bisschen schwierig zu erfragen. Und zwar war das zum einen eine Limited Edition Zelda Majora's Mask. Ich blende euch das auch mal ein, was da so alles drin ist, wie das aussieht. Das findet man auch nie. Also es ist, das gab scheinbar auch gar nicht so wirklich zum Kauf, hat sie zumindest erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mega krass, also dass es sowas gab. Und dafür wollte sie, glaube ich, 5000 Euro haben. Für Zelda Majora's Mask. Mega krass, da hat sie gesagt, ja, so
vierstelliger Betrag, 5000 Euro hätte sie schon gerne dafür, wenn sie es verkaufen würde. Das hat wohl ihr Mann mal bekommen, hat sie erzählt, weil der mal bei Nintendo gearbeitet hat und es gab es wohl gar nicht so richtig zum Kaufen eigentlich. Da ging mich nicht drauf fest, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber tatsächlich hat sie gemeint, das hat er dann so bekommen, weil er Nintendo-Mitarbeiter war, konnte er das dann kaufen, aber eigentlich gibt es das fast gar nicht. Man findet es auch eigentlich nicht. Wenn man jetzt auf Selten, eBay sucht, ja, ist echt schwierig zu finden. Wir haben auch mal geguckt, dann eins haben wir gefunden. Das wurde über Spock verkauft für 3000 Euro oder so. Das ist aber schon ewig her und eigentlich, also man findet so gut wie gar nicht. Mega krass. Und wenn man das dann mal findet, dann ist es auf jeden Fall extrem teuer, was wir uns, glaube ich, nie zulegen werden. Auf jeden Fall, das ist... Ich meine, das ist halt sowas, das stellst du zu. Das war auch komplett verschweißt, also es war nie geöffnet. Und ich glaube, das ist wirklich was, das stellst du dir nur zu Hause auf ein Regal und das steht da dann. Ist halt einfach eine Wertanlage, aber jetzt zum Zocken krass oder so, glaube ich, eher nicht gedacht. Aber richtig krass, also das mal zu sehen, dass es sowas gibt. Und es war auch so, ich habe mit der Frau geredet und es war wohl auch so die Idee, dass sie irgendwas hinstellen, auch was die Leute so nicht kennen oder so nicht, noch nie gesehen haben teilweise, wenn man es halt so selten findet, wenn überhaupt, ja. Und dann gab es noch eine zweite Limited Edition, das war genauso krass und da wollte sie noch mehr Geld dafür haben. Und das war Zelda Oracle of Ages und Seasons, blende ich euch auch mal ein. Vielleicht findet ihr auch ein Bild, wo das offen mal ist, dass ihr seht, was da so drin ist. Auch so krass, war auch komplett verschweißt, wie gesagt, hat auch ihr Mann bekommen, weil bei Nintendo gearbeitet und so. Richtig krass, also da gab es echt Zeug, wo man sagt, Alter, das habe ich noch nie gesehen. Richtig cool, also fand ich mega geil. Ja, sieht auf jeden Fall richtig cool aus, aber es ist halt nur was zum Hinstellen. Ja. Dann gab es natürlich jede Menge Sachen, Konsolen, SNES, NES, Wiis gab es einige, aber die Wiis, die waren eher so, häufig habe ich das gesehen, in so einer Plastikbox unterm Tisch irgendwie so. Ja, weil du die nachgeworfen bekommst. Ja, die bekommst du so nachgeworfen, auch auf der Retro-Börse wirklich. Also wenn ihr eine Wii braucht, Retro-Börse, kriegt ihr eine Wii. Also das ist echt null Stress, da kriegt man eine. Bei mir war dann der Punkt der, dass ich ja schon länger eine SNES suche und ich habe jetzt eine gekauft. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke das nochmal oben in der Infocard. Mega krass. Da gab es einige davon, aber das Problem war, die waren irgendwie häufig nicht so im prallen Zustand, finde ich. Also es gab viele, die sehr vergilbt waren, die nicht so gut vom Zustand her waren, wo die aber trotzdem so 60, 70, 80 Euro teilweise haben wollten. Und das war mir einfach zu viel, weil wenn ich eine SNES kaufe, dann will ich halt schon eine, die echt noch gut aussieht. So, ich habe ja eine jetzt gefunden. Eine gab es, wenn man jetzt nur SNES spielen mag, die war schwarz lackiert so. Die hat er, was wollte er dafür? Ich glaube 20 Euro oder so hätte er die hergegeben. Aber ich wollte halt die originale SNES nicht irgendwie verschandelt haben oder so. Deswegen habe ich mir die später irgendwann gekauft. Was ich krass fand, das hat mich so ziemlich irgendwie gecatcht, war die Menge an PlayStation 1 Spielen irgendwie, das fand ich schon krass. Waren auch ein paar coole Titel dabei, aber das, was ich gesucht habe, war jetzt nicht dabei. Castlevania Symphony of the Night oder Suikoden 2, das sind zwei hammergeile Spiele und leider waren die diesmal nicht vorhanden. Das ist auch so eine Sache, das ist auch eine Konsole, die würde ich mir gerne wieder kaufen, eine PlayStation 1. Ich habe noch eine. Du hast noch eine? Ja, ich weiß, die hat alles. Doppelt, dreifach und was weiß ich, wie oft. Aber ich mag das halt, wenn ich irgendwas, was ich mir gerne anschaffen möchte, dann irgendwo finde oder so. Wenn ich mal wieder eine finde, dann werde ich mir auf jeden Fall eine PlayStation 1 kaufen. Ich hatte früher schon eine mit Brandchip und so, konnte ich mit Brandte Spiele spielen und so. War total cool. Ich habe auch eine gechippte, da kannst du auch alles spielen. Ja, da hat meine Mutter, die hat damals gekauft und meinte so, das ist total toll mit den Brandchips. Sie hat die damals bei eBay geschossen und hat dann so gesagt, ja, mit Brandchip ist super, dann können wir alle Spiele brennen und ich brauche keine Spiele kaufen. So. Das, da hatte ich auch ganz schön viele Spiele davon, aber irgendwann ist die auch irgendwo verschwunden. Ja, wenn man nur zocken will, ist es halt eine Möglichkeit, sich nicht die teuren Titel dazu zu legen zu müssen. Sprachen lernen, Bubble. Aber Konsolen gab es auf der Retro-Messe oder Börse. En masse. En masse. Also wirklich, wenn ihr irgendwelche Konsolen sucht, da findet ihr es.
du hast dir eine Konsole überlegt, ne, und hast sie dann nicht gekauft. Nee, leider nicht. Aber eine richtig geile Konsole, finde ich. Und zwar, was war das? Die goldene Nintendo 64. Ja, aber mega geil. Die sah auch echt top aus. Mhm. Ne? Super Zustand. Der Controller auch, der goldene dabei und so. Fand ich mega schön. Ich fand die auch echt schön. Sieht man, glaube ich, auch im Video. Genau. In den Ausschnitten. Mega cool. Also fand ich auch total geil. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Und jetzt in München, nächsten Monat ist auch wieder sowas, da ist die RetroCon. Da gehen wir auch wieder hin. Da wird es dann auch wieder ein Video hier auf dem Kanal geben und wahrscheinlich auch bei Nadine wieder auf dem Kanal. Höchstwahrscheinlich. Und da könnt ihr dann auch wieder reingucken. So, das wäre es auf jeden Fall zu meinem Video gewesen. Ich fand es mega cool. Also es gab halt sau viele Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Konnte ich jetzt einfach mal anschauen und konnte mir da mal ein Bild machen, was es da so gibt. Weil ich fange ja so ein bisschen an, mir so ein paar Sachen zusammen zu sammeln, die mich halt so ein bisschen an die Kindheit erinnern und so. Das finde ich halt mega cool, sowas zu haben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ihr seht jetzt noch ein paar Ausschnitte aus der Retro-Börse oder von der Retro-Börse seht ihr jetzt noch ein paar Ausschnitte. Wenn es euch gefallen hat, das Video, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Abo-Button drücken würdet, wenn ihr ein Like für das Video da lasst und natürlich auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten in der Endcard gibt es jetzt noch ein paar Videos verlinkt von mir und dann könnt ihr mal ein bisschen durch meinen Kanal stöbern und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Bis dann und ciao. Tschüss. We'll be right back.